Servus und Hallo zum Flop. Hier auf Mabache TV. Diesmal nehme ich euch mit nach Berlin zum Smart Hero Awards. Diesmal mache ich ein Follow Me Around, das ist mein allererstes Mal. Das heißt, seid gnädig mit mir. Und der Beginn ist auch nicht so super toll, weil wir sitzen gerade hier im Zug. Ich fahre nach Berlin zum Smart Hero Award. Und eigentlich bin ich schon seit 8 Stunden unterwegs. Oh, oh, oh. Ich werde nämlich um 9.30 Uhr schon weggefahren, nur hat die ÖBB beim Zug ausgetauscht, einen Waggon, und hat ihn ersetzt mit einem Waggon, der nicht barrierefrei ist. Jetzt ist meine Reservierung für Hugo. Deshalb gab es keinen anderen Zug für mich als jetzt die Nachtschiene. Somit ist es jetzt 4:30 Uhr. Ich werde jetzt in Wien wegfahren und werde morgen um 8 in Berlin sein. Um 10.30 Uhr ist dann die Awardsverleihung. Das heißt, duschen, umziehen, Klo gehen, Wäsche gestrichen, raus auf den Zug und ab zum Award und hoffentlich gewinnen. Aber ihr werdet sehen, bekommt ihr sowieso mit. Hallo, hier sind wir wieder. Es ist sehr spät. Es ist fast 10:30 Uhr. Ich habe schon bis nach München geschafft. Ihr werdet nicht glauben, aber der Münchner Bahnhof war der Hammer. Erstens habe ich das Klo nicht gefunden, dann habe ich das Klo gefunden. Mit dem Lift runterfahren. Das Klo ist super. Und dann war der Lift kaputt. Dann war ich auf der S-Bahn-Ebene gestrandet. Also, Fazit soweit. Ich bin kaputt. Tot und fertig. Und ich bin immer noch. Ja, jetzt ist halt 11. Das heißt 6, 7, 8, 9 Stunden von Berlin weg. Jetzt haben wir ein luxuriöses Schlafabteil. Und da werden wir jetzt nach Berlin fahren und ja, Daumen hoffentlich mit besserer Laune und mehr Energie den Award abgreifen. Hallo, hier bin ich wieder. Diesmal, wie ihr seht, habe ich es geschafft, aus dem Zug rauszukommen. Ich bin in Berlin. Yes. Und zwar in der Wohnung von der Silke. Spitzenwohnung. Das ist Gott sei Dank eher nur 15 Minuten von der, wie heißt das jetzt? Hansestadt Hamburg Niederlassung. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt noch ein bisschen schick. Und dann geht's ab zum, ja, Smart Hero Award. Ich bin hier in der ständigen Vertretung der Hansestadt Hamburg in Berlin, im Gebäude, und es endlich geschafft. Das ist die Bühne des Smart Hero Awards. Das ist mein Sekt. Mein Trostsekt. Ich habe ein Zettelchen bekommen, wo drauf steht, ich bin nominiert. Hab nicht gewonnen, was klar war, weil da wirklich sehr coole Projekte nominiert waren. Bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen fertig. Nicht nur, weil ich nicht gewonnen habe, sondern weil ich wirklich ganz im Ausland unterwegs war und dieser Zug und der ganze Stress. Ich bin jetzt noch 2 Tage in Berlin oder einen Tag. Und Donnerstag kommen wir dann. Mal schauen, was noch so kommt. Das war's. Ist der Hansestadt soweit. War sicher. Ich bin gerade am Weg, es ist heute Mittwoch. Der nicht gewonnene Preis ist verdaut. Mir geht's besser, ich konnte ausschlafen. Ich bin gerade in der U-Bahn unterwegs zum Kotti. Einen Freund treffen, den ich so ist. Mal schauen, was heute noch so passiert. Bis später. Ja, willkommen zurück bei meinem Follow Me Around. Wir sind am Landwehrkanal. Es ist sehr grün, sehr idyllisch. Und ich bin hier mit Andreas, einem Freund aus Österreich. Eigentlich aus Oberösterreich, stimmt. Aber ja, kennengelernt haben wir uns in Wien.
der jetzt seit einem Jahr bereits Berliner ist. Und ich werde mal quatschen mit ihm, wie es ihm so geht. Hallo Andi. Hallo Martin. Wie geht's dir denn? Haben wir auf Oberösterreich. Wie geht's mir denn? Es ist herrlich hier. Es ist herrlich hier. Ja, also Berlin ist so ein bisschen wie so ein Disneyland, das. Ja. Okay. Aber nicht wie das echte Disneyland, das stelle ich mir nämlich ziemlich langweilig vor, sondern mehr so wie ein Disneyland, das genau für mich gemacht worden ist. Okay. Du laufst rum und triffst in jeder Ecke irgendwas Spannendes oder triffst interessante Leute und. Ja, es bewegt sich ständig irgendwie. Aber du bist jetzt seit einem Jahr da? Mhm. Wie ist deine Lebenssituation? Unstabil. Wobei das auch so was typisch Berlinerisches ist. Aber du hast ein fixes Dach über dem Kopf. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ja. Und tägliche Mahlzeiten? Tägliche Mahlzeiten, ne? Mhm. Ab und zu ein Bier in der Woche? Genau. Und Rauchen hast du da? Genau. Zigaretten? Genau. Das okay, also von den Grundmitteln des Lebens fehlt dir nichts. Genau. Warum bist du überhaupt nach Berlin? Das weiß ich selber auch nicht so genau. Ich war heute da und dann war ich länger da und dann bin ich da geblieben. Ja, guten Morgen. Heute ist Donnerstag, ich mache mich jetzt gerade am Weg zum Zug nach Hause. Ich hoffe, diesmal funktioniert der Zug. Ich kann problemlos einsteigen und heimfahren. Die Nächte hier waren jetzt sehr angenehm in der Wohnung an der Silke. Hab alles super gepasst, wie immer. Ich zeige euch noch ganz kurz das Wohnzimmer. Es ist eine sehr tolle Wohnung. Alles eine. Die Silke ist eine Prinzessin. Sie hat alles in rosa und pink. Zeige ich da noch die Aussicht. Vor allem genial sind die beiden Hunde, die sind passend zu den Stühlen. Ja, das war's soweit, wir sehen uns dann im Zug wieder. Ja, geschafft, ich bin im Zug. Derzeit stehen wir in Dresden, das heißt, wir haben schon ein Stück geschafft. Es ist wieder so ein Raumabteil, ursprünglich glaube ich mal ein Sechserabteil oder Schlafwagenabteil. Ja, es ist ganz gemütlich, wir haben gerade eine zweite Rollifahrerin, ist gerade ausgestiegen. Es ist sehr eng mit zwei Rollis, aber es geht. Ja, Wien, ich komme! Jetzt zeige ich euch noch da raus beim Fenster. Das da ist Dresden. Sieht nach einem schönen alten Bahnhof aus. Und das hier ist mein Abteil. Edle Ledersitze. Zwei. Ich glaube, oben gibt es ein Liegeabteil, aber das ist zu. Dann drehe ich mal um. That's me. Hier ist die Tür. Es ist, keine Ahnung, vielleicht 6, 7 Quadratmeter, 8. Und schauen wir, vielleicht können wir rauskommen. Das ist ein Zug. Hier geht alles raus. Und hier ist noch ein bisschen Dresden. Unser Zug, wie ihr seht, fährt nach viel ab. Das war's soweit. Ja, ich bin wieder da im Bahnhof Wien-Leitling. Es ist vollbracht, die Reise ist um. Mein Berlin-Trip von Montag bis Donnerstag ist praktisch quasi kurz vorm Ende. Wenn ich noch heil aus dem Zug rauskomme, ist alles gut. Fazit. Die Anreise war beschwerlich bis deprimierend. Preis habe ich keinen bekommen. Ist jetzt auch nicht unbedingt super, aber absolut nachvollziehbar und vor allem, wenn man die anschaut, wer da alle nominiert war, absolut gerechtfertigt. Und dafür war der Mittwoch in Berlin noch sehr, sehr gut.
Wow! Ist gerade furchtbar großer Stress. Sag ich mal. Die Rampe. Die Rampe will nicht rein. Okay, und die Reisenden warten schon. Gut. Wie gesagt, Warte schon. Sehr gut. Finger weg, dass meine Finger nicht geweckt sind. Ja, yeah, ich stehe auf der Rampe. Es kann fast nichts mehr schief gehen. Runter, runter, runter und jetzt. Sehr gut. Geht schon? Danke, pfiat euch. Pfiat euch, servus. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Ja, danke, nochmal. Fazit, Mittwoch war super. Freunde getroffen, gute Zeit in Berlin gehabt. Am Abend noch mit der Gastgeberin einen netten Drink gehabt. Alles in allem war nicht mein allerbester Trip, aber es geht immer schlimmer. Und der Horn ist der Horn. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein und vielleicht bis zum nächsten Follow Me Around.